So, willkommen zurück zu The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4 und ja, Folge 4. Hältst du Wie weiter durch? einleuchtend. Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind unterwegs mit der Chefin der Fireflies, Wir sind jetzt auch gleich da. die unsere Ware hat. Die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Mist, Wer ohne warum noch entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Und wir sollen jetzt für sie halt was schmuggeln, damit wir unsere Ware bekommen, die sie ja fälschlicherweise von diesem Robert gekauft hat, wo eigentlich die Sachen uns gehörten. Ich muss mich schon wieder Joel, jucken. hilf mir mal eben. Aber selbstverständlich. Oh, vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger hey, von hey, hier! Hey. Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist ich keine gute bei Idee. Ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Du, Gehen komm wir. Her. Gehen wir. Ja, da haben wir unsere Ellie jetzt kennengelernt. Ich fahre gleich hier über mein Kabel, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, da treffen sozusagen die beiden erstmal aufeinander. Und ja, wir müssen sie jetzt zum Nordtunnel bringen. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Da war Das wieder wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Da war wieder ein Du bist Anhänger. der Boss. Ich folge dir nur. Philipp Liu. Anhänger der von Mitgliedern der Fireflies Miliz getragen wird. Okay. So. Daily Parking, $12. Die scheinen sich da hinten. Die scheinen sich da hinten zu verstecken. So, dann gehen wir mal. Mein Gott, dieser Hier runter. dämliche Karton. Hui. Los, mach ihn. Ja, doch. Los, mach ihn. Mach ihn.
Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Ja. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Wenn wir uns eben umsehen. Was hier? Ah, hier. Eine Mülltonne, die wir rollen können. Wie praktisch. Ich stelle mal einfach mal davor. Denke ich mal, dass das wahrscheinlich reichen wird. Das war das Rätsels Lösung. Wer hätte das gedacht? So. Sie kommt von alleine hier hoch? Ja, anscheinend ja. So, dann gehen wir mal weiter. So. Der Tunnel. Schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Ja, ja, was macht man so? Was sagt man denn? Meine, was macht man? Was sagt man immer so schön? Was sich neckt, das liebt sich. Das trifft auf die beiden noch zu. So. Na, hier werden wir wahrscheinlich reinkommen. Ja. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Tja, was wollen die Fireflies von Ellie? Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Er war nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Mann, das sieht so toll aus mit dem Regen an der Scheibe. Wow. Hui. Na los. Los geht's. Ah, ja, jetzt fällt mir schon wieder was ein, was da irgendwann mal im späteren Verlauf auf uns zukommt im Spiel. Da habe ich auch manchmal sehr, sehr geflucht.
wartet am Treffpunkt. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. So, da haben wir wieder ein Zettelchen. Patrouillenkarte ansehen. So. Vergrößern. Mhm. Camp. Was hier? Camp safe now. Safest route to Charlie. Checkpoint. Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Okay. Ich hoffe, ihr hört nicht immer meinen schäbigen kleinen Bürostuhl hier knacken. Ich muss mir irgendwann mal vernünftigen, dass ich hier auch sehr bequem hier mal drauf sitze. So. Dann müssen wir jetzt Ellie wegbringen. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Jep, schauen wir mal. Dann gehen wir doch aus dem Weg. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. So. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Nee, gar nicht gut. Ach, Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ja, es sieht schon toll aus, das Spiel, auch auf der PlayStation 4. Was schwimmt da? Lol. Das ist Duschgel für den Baum. Jetzt neu. Von Birkenhaar. Professor Birkenhaar. So, dann gucken wir mal. Hier geht's lang. Gehen wir durch den Truck, durch den Trailer. So. Oh! Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du kennst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Er bitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert? Ein paar Minuten. Wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Positiv. Oh mein Gott. Sie ist infiziert. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Oh. Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Los, komm! Und schon geht's weiter. Also haben wir rausgefunden, dass Ellie quasi
infiziert ist, aber irgendwie... Signal. Lauf. Irgendwie... Lauf. Irgendwie immun dagegen scheint. Los, irgendwie los. So, wow. Kann er irgendwie nicht schneller laufen, das ist ja das Problem. Bleib von dem Licht weg. Ja, schön. Ihr könnt geduckt schneller laufen, ich nicht. Ja, also ist Ellie immun dagegen. Schauen wir mal, ob uns die Fireflies da helfen können. Vielleicht wäre es ja sogar die... Wir müssen nochmal laufen. Bereit? Ja. Ja. Verdammt, wir sind überall. Vielleicht wäre es ja sogar die Lösung oder die Rettung aller Probleme hier mit dem Virus. Ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann auch nicht sehen. Sind Sie wirklich hier lang gekommen? Ja, unser Auftrag, also weiter suchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joan. Oder müssen wir hier lang? Weiß ich gar nicht mehr. Wie war es denn nochmal gewesen? Okay. In den Scheinwerfer kommen. Das war eng. Oh. Siehst du irgendwas? Alles klar hier. So. Du bist davon? So weit, so gut. Okay. Oh. Autsch. Weiter. Das ist natürlich nicht gut, was jetzt passiert ist. Sollte eigentlich nicht passieren, aber naja gut. Kann man nicht ändern und wir haben natürlich Munition verballert. Wären wir mal einfach weitergegangen. Ich kann welche hören. Oh ja, da sind wir. Oh nein. Ja, und die wissen natürlich jetzt auch, dass wir hier sind. Das ist natürlich jetzt ganz dämlich. Haben wir denn noch irgendwie... Bam! Ja, mit einer Kugel werden wir da, finde ich, viel ausrichten können. Okay, er hat einen Helm, das hat also nicht viel gebracht. Ja, das ist ja nicht schön. Wow. Wo sind die anderen beiden? Hallo? Test, Ellie? Gut, gehen wir mal weiter. Hier können wir durch. Gibt es hier noch irgendwas zu sammeln? Irgendwie Munition oder sowas? Das wäre echt schön. Oh, da liegt eine Bandage. Wir müssen mal in unserem Menü gucken, ob wir da was bauen können. Nee, also noch ein neues Messer können wir leider nicht. Da fehlt uns noch eine Schere. So, dann gucken wir mal. Das ist natürlich nicht schön gelaufen. Das hätte man besser lösen können. Naja. Hier durch. So. Puh. Mist, noch eine Patrouille. Los, geht in Deckung. Ja, und wir haben keine Munition mehr. Nichts. Waffe ist leer. Das war ja das, was ich in der ersten und zweiten Folge gesagt habe. Das ist... Wie sollen die da so abkommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen auf. Das wird ganz schön zum Verhängnis werden, kann das werden hier, denn... Wie sieht's aus? Die viele Tests. Wie gesagt, Oh, Mist. Man braucht, wie gesagt, Munition ist echt... Okay. Mangelware hier. Mist.
So, den erledigen wir mal ganz schnell. Dann ist er nämlich am Liegen. Hoffentlich lässt er Munition irgendwie fallen. Na, sieht nicht danach aus. So, mal gucken, wo die anderen sind. Da oben, der könnte auch gefährlich werden, natürlich. Wow. Das wäre der nächste, den wir uns jetzt schnappen. Boah. Aua. Vor der Schieß knüppeln wir ihn nieder. Das war ganz schön brenzlig. Ganz schön. Weiter so. Ja, weiter so. Unser Knüppel hat nur noch einen Balken, einen Lebensbalken. So, kommen wir hier rauf? Ja. Hier, sehr schön. Na los. Oh, wie cool sich das anhört mit dem Regen auf dem Bus. Wahnsinn. Aber das haben wir gut gemeistert. Das habe ich beim ersten Mal spielen, wie ich das erste Mal gespielt habe, habe ich das nicht so gut gemeistert. Da habe ich echt gekämpft. Wir sollten zumindest nicht hier warten. Da habe ich echt gekämpft, an dieser Passage vorbeizukommen. Das war verdammt knapp, Tess. Aber diesmal hat es besser geklappt. Du bist es wert, Kleine. Genau, ich hoffe, du bist es wert. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es ist so anders. Ich sehe überhaupt nichts. So, machen wir mal die Taschenlampe an. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Da scheint. Mal sehen, wo es hinführt. Hier scheint es weiterzugehen. Oh yeah. Ja, oh, sieht gut aus. My God. Bleib hier. Baby, so alright. Wenigstens regnet es hier nicht. Genau, wenigstens regnet es hier nicht und wir holen uns keine Erkältung. So. Wie sieht's aus? Hier ist ein, haben wir hier irgendwas im Sammeln? Ne, da ist nur ein Feuerlöscher. Hier müssten wir durchpassen. Hier müssen wir durchpassen? Wo? Ach, da. Da hat Joel schon mehr gesehen wie ich. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sich zur Elfte nicht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleib im Dunkeln. Da geht's, glaube ich, weiter. Dann schauen wir uns mal um, ob wir hier was finden. Ob es hier irgendwas zu sammeln geht. Vielleicht mal Munition, das wäre mal schön. Denn wir sind ja auf dem Trockenen. Oh, hier ist ein Spind. Da war eine Schere. Und Munition, nein. Sehr schön. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Genau, wir verschnaufen hier ganz kurz. Ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Da gibt es noch mehr Items, die wir aufsammeln, um unsere Sachen zu verbessern. Da ist noch ein Spind. Der ist aber leer. Und wir schauen in unser Inventory und können ein Messer herstellen. Ein weiteres. Damit haben wir drei schon. Und unsere Waffe haben wir auch zwei Schüsse wieder. Nehmen wir den Backstein. Und gehen dann mal weiter. Obwohl, Tess hat eigentlich was Gutes gesagt, denn wir verschnaufen mal ein wenig. Und das werden wir hier auch tun an dieser Stelle. Und ich würde sagen, ihr verschnauft an dieser Stelle auch mal eine Runde. Denn dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Let's Play The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also macht's gut. Tschüss.